Einfach mal alle hochpuffen. Rumalan, lass diese Hunde nicht über die Brücke. Wenn die Ungebrochenen vor uns Wachpatzer erreichen, lasse ich jeden einzelnen von euch Würmer unter den Augen des Großgenerals blutig peitschen. Die Eisenwache Rumalan verzieht das Gesicht und hält sich den Hals, der von ständigen Brüllen von Befehlen gegen den tobenden Sturm schmerzt. Bevor wir Wachpatzer erobert haben, werde ich Ash keine Meldung erstatten. Und das gilt für alle in meiner Einheit. RNS und die Heimat werden wir nicht sehen, bevor unsere Mission vollendet ist. Sie reckt die Faust zweimal in die Luft und ihre Soldaten machen es ihr reflexartig nach. Alle Mann zu dieser sprechenden Eisensäule. Janus gestikuliert mit seiner Waffe, um die Ungebrochenen zu dirigieren. Sie kann die Macht des unbeugsamen Landes nicht von unserem Herrschaftssitz fernhalten. Für gewöhnlich sieht man es selten, dass späheren Kameraden Befehle zu plärren. Ha, wohl wahr, aber warum sollte ich meinen wahren Rang einem der winselnden Wellen des Oberherrn anbieten? Ich bin hier, um diese Ungebrochene daran zu hindern, das unbeugsame Land dass das unbeugsame Land Kyros gehört. Bündnis verraten, sicher nicht. Für Kyros und Ash, Ramalan legt die Faust in die Luft. Schön, einen neuen Verbündeten auf dem Schlachtfeld zu sehen. Wir sammeln uns auf der anderen Seite dieser Brücke neu. Beseitige die Ungebrochenen hier und dann stoße dort zu uns. Ist das dein Ernst? Es ist ja ernst. I'm not here to be Get back here! Wir müssen wieder die Feigling-Taktik benutzen. Will do. Nein, so war das nicht geplant. Warum läuft die nur weg? Das kann ich gerade noch gebrauchen. Send them at me in waves. Right. Oh, you're not going anywhere. Ja, Rückzug. Wie soll man bitte durch die ganzen Ungebrochenen durchkommen alleine? Ich meine, ich habe nur 4 Leute und die sind zu 8. I got it. Quiet down. Ja, und dann passiert wieder das. Okay, sie sind nur zu 6. Das ist trotzdem ein bisschen arg viel. Vor allem, die hat brennende Schultern und so weiter. Und ich hab nix. More tallies to the body count. Das heißt, ich muss mit dem arbeiten, was ich hier habe. You got it. Ich habe 3 Himmelsklingen und 2 Resolut. Ach nee, das ist ein bronzener Wappengenosse. Das ist eine resolute Klinge und das ist Janus. Ja, wenn ich mir diese resoluten Klingen so ansehe.
Also ungebufft kann ich da nicht reinrennen. Das ist klar. Right. I'm on it. So. Wie stark sind die eigentlich? Die. Oh, das ist die Berührung des Titanen. Entschlossenheit, 38% Schaden. I got it. Will do. Ja, ja. So, dann bin ich wieder dran, die Ungebrochenen zu erinnern. Dann rennt sie weg. Du bist Janos, gell? Ja, du bist Janos. Das hier und Brüllen. Kids, you might learn something. So. Janos ist nicht so stark wie eine resolute Klinge. Was schon mal gut ist. Das heißt, wir versuchen den schnell mal wegzubringen. Wegzukriegen. Oh, everything hurts. Get back here. I'll take care of it. Ja, Lyra. Gut, das hat einigermaßen gesessen. Someone staunch my bleed. Halt, Beric. Halt, Beric. Bleed out, you little shit. Blut tränken. Das ist jetzt gerade ein bisschen blöd. Ah, ich kann ja. Alle mal heilen. Gut. Heilung auf mich. Okay, die resolute Klinge ist nicht so angeschlagen, wie ich es gerne hätte. Niedrige Gesundheit bei mir. Right. Okay. Heilen. Heilen. Habt ihr jetzt euer Ulti schon gemacht? Scheinbar. Beric, zieh mal die resolute Klinge auf dich, bitte. So, I see. Lyra. Mach den endlich tot. Beric, mach den tot. Ich habe schon den Herzschuss an, das heißt... So, versuch mal das. Yes,
Ja, Autopause ist schön und gut. Laundry, heil mich. Ah, das war haarscharf. Ich wäre froh, wenn Lyra den Tod kriegen würde. Beric, schwäch den mal. I'll take care of it. So, Laundry hat mich geheilt. Lyra, fackel den mal bitte ab. Die Waffe ist nicht nutzlos. Beric setzt sie nur richtig ein. Gut, hat Lanfrey wieder was einsatzbereit? Ja. Dann heil mich mal bitte, bevor ich jetzt umkippe. Beric, taunte die resonierte Klinge. Lyra. Den nehmen wir kurzzeitig aus dem Spiel. Beric heilen. My armor is dead. Let me repair it. Du weiter Schaden machen, Lyra. Ja gut, fehl den mal. I'll do it for the north. Consider it done. Okay, jetzt hat sich der Mistkerl geheilt. Na, versuchen wir mal das hier. I'm injured. Flawless. This weapon is used. Hat ein bisschen was gemacht. Schwäch mal wieder seine Rüstung. Lyra, flamm den mal ab. Beric heilen. Mich heilen. Beric wieder buffen. Ich kann noch gerade nicht. Obwohl, ich habe eine Reputationsfähigkeit. Damit könnte ich dem mal die Kraft entziehen. Take me if you can. This weapon is useless. Warum hat Lyra eigentlich den Bogen an? You got it. Warum hat sie... Get back on your feet. Okay. At once. This should be the trick. This weapon. So, wiederbelebt und gleich mal... Ne, halt, du heilst Beric. Ich kann mich schön selber heilen. Komm schon, mach den tot. On it. Uff. I got it. Heiligsblechle. Die Wachblasfestung war einst ein stolz und beeindruckendes Bauwerk. Jetzt ist sie nur ein Schatten ihrer früheren Pracht. Mhm. Sorry, can't. Du kannst nicht erkennen, ob der vor kurzem stattgefundene Kampf über die Zerstörung für die Zerstörung verantwortlich ist oder ob es schon länger so aussieht. Oh, das ist mal eine schöne Rüstung. Die wird mitgenommen.
Was kann ich hier machen? Festhalten. Unter dem Rand dieser Klippe liegen mehrere Felsenhängen beieinander. Mit etwas Sorgfalt könntest du über die Felsen hinunter zum ausgetrockneten Flussblitz steigen. Can't do that. Ja, so würde ich auch auf die andere Seite kommen. Sorry, can't. Aber netterweise haben sie ja die Brücke für mich wieder runtergelassen. Gut. Aber da ich schon viel zu lange am Überziehen bin. Ups. Nein. Den da bitte löschen. LP017. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.